Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Long War. Wir wollen mal weitermachen. Okay. Okay. Könnten hier dann also einen abreißen und den durch einen Fission Generator abreißen und dann durch einen weiteren Satellite Nexus ersetzen, wenn wir bereit sind, die USA einzunehmen, was wir im Moment, und also Nordamerika damit, was im Moment allerdings noch ein bisschen schwierig ist. Ah ne, es war Kanada, ne? Verwechsel ich immer. Welches der beiden Länder ist Kanada? Russia sieht auch nicht gut aus. Okay. Aber was wir erstmal noch machen wollen, ist, wir brauchen noch ein paar mehr Waffen. Ich wollte noch haben. Haben wir. Definitiv noch ein Heavy Gauss. Und ein Recoilless Rifle. Ja, teuer, aber das hält ja eine Weile. Das wird ja nicht schlecht. Okay, gut. Okay, Success. Nicht mehr allzu viele Leute aktiv hier. Na doch. Hast schon. Okay, was haben wir denn? Schon wieder? Haben wir jetzt nur noch 4er-Missionen? Oder? Okay. Na gut, dann würde ich sagen. Okay. Ja, stelle ich mal unser Team zusammen und wir freuen uns auf eine aufregende 4er-Mission. Bis gleich. So, hier haben wir unser Team, keine Beförderung. Wir gehen in die Minischlacht mit Caper als Commanding Officer, Kramer Engineer, Ketchup ist unser Scout und Queenie unser ist auch dabei, Medic. Unsere Gunner sind alle schlafen, deswegen machen wir das. Dropship has arrived. Our latest intelligence sweep indicates an exalt cell inside Russia. Strike One is to provide whatever is necessary to help our operatives secure the exalt data. Our covert operatives was nearly successful in hacking a series of ExaltCom relays when enemy forces moved into the area. If we're going to have any chance of recovering that data, we'll need Strike One to provide protection while the operative finishes hacking the remaining arrays. If we lose the operative, we won't be able to recover the intel. Objective updated. Moving. Target acquired. Oh, das ist aber Elite Fender, guck mal an. On my way.
rolling. Aye, aye, Commander. Okay, ja, machen wir gleich mal ein bisschen Bums. Okay, verwundet haben wir schon mal einen. Das ist schon mal was. Ah ja, ich hätte vorher das machen können. Bist du mit deiner... Ist der nah genug dran? Nee, ne? Nope. Wow! Okay. Eyes on the prize. Operative in position to begin the hack, Commander. We just have to activate the relay to acquire the data. Yep, und ich würde auch gerne, wenn das Spiel mich lässt, wo muss ich spielen? Our operative decrypted some of the Exalt data. Fünfter Versuch hat's geklappt. Disrupted their communications. That ought to slow them down. Now we just need to find and hack the remaining relays. Commander. Affirmative. Covering now. Got it covered. Oh, schon mal gucken, was da ist. Scanning target area now. Okay, da ist nur der. Der ist noch irgendwer nicht aktiv. Das ist der, okay. Roger that, scanning. Ja, aber sie kann ja nicht schießen. Also können wir mal ganz ruhig bleiben. Das war in den Wald geschossen. Das ist... Naja, vielleicht hast du irgendein Tier getroffen. Das war Wirkungstreffer, ne? Detecting new contacts moving towards Strike One's current position. Echt jetzt?
vorstellen. Ja, ja. Spiel. Ich klicke. That's the last jetzt. Of the relays, Commander. We've got Exalt's data. Now we just need to get the operative to the evac zone. New objective received. Okay, na gut, dann also Rückzug. Commander, additional hostile contacts are on approach. I'll get him next time. No way that just happened. Okay, zwei Overwatcher. Ja, ja. Kümmern wir uns gleich drum. So, eine große Spritze, die du dabei hast. Was ist denn hier unsere Hauptperson? Das müsste technisch gesehen reichen, ne? Okay. Guten Tag, Herr. Field operative has reached the extraction point with the data, Commander. Strike One can either stay and clear out any other Exalt forces in the area or head to the evac point for immediate extraction. We have a new objective. So, du könntest...
Position confirmed. X-ray neutralized. Den mal killen. Good to go. Dich wollen wir da behalten. They're trying to flank us. They're repositioning on us. Okay, da waren noch ein paar. Okay, aber offensichtlich keinen, den wir sehen. Heading to that location. I'm rolling. Na? Na? Voices. Weapons dry. I'm on the move. Throwing grenade. Oh, noch ein bisschen Sachen kaputt hier zum Abschluss. %. Da kommt der Sonnenelfmeter mit. Ja, gut. Extract. Well done, Commander. Mm-hmm. It's always good for morale when everyone makes it home safely. Oh, promoted, sehr schön. Panic reduced in Russia, das ist auch nicht schlecht. Exalt Intel decryption complete. Eliminating statistical improbabilities for possible Exalt location. Okay, das ist, haben wir ein bisschen gesenkt, das ist nicht schlecht. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, das ist auch nicht schlecht. Allerdings sonst nichts bekommen, wie üblich. New request from Russia. Also die UFOs haben es irgendwie mit Russia gerade, ne? Also da wollen wir auch mal ein Auge drauf haben. Noch ein Scout, haben schon Scout drin. Können wir da irgendwen reintun, den wir nicht unbedingt sofort brauchen? Und der nicht. Ihr seid schon alle. Du wolltest ein Mac werden, dann hat sich das mit Psi auch erledigt.
packen wir dich rein. Excavation complete, sehr schön. Alien Operations. Recon in Occupied Country. Okay, na gut, das werden wir ja dann auch irgendwann mal machen müssen. Skeleton Key können wir bauen, das ist gut. Analysis of the alien chart has revealed that it is indeed organic in nature, although not alive per se. Somehow it continues to resonate within a specific range of the electromagnetic spectrum. Despite several attempts at disabling the alien known as the Outsider, each was met with the same result, the target dematerializing within an instant. With no explanation for this phenomenon, the research team was left with little to study in terms of the Outsider itself. However, having now analyzed this chart, it seems that may not be the case. In an effort to reduce any potential interference from known terrestrial signals, we placed the chart into the harmonic dampening chamber, a device conceived of by Dr. Shen. With outside noise brought to a minimum, it took little effort to detect a very distinct signal, the source of our chart's hum. While we have a number of theories, both the research and engineering teams seem to be in agreement. The chart itself is acting as some form of communications array. Although purely speculative, we've also considered the possibility that the Outsider itself is merely an extension of the chart and its function. Dr. Shen believes, with sufficient time, he may be able to develop a device or key that mimics the chart itself, giving us a means to locate the source of the signal. Ja, da, genau genommen haben wir ja schon mehrere auf der Welt, aber gut, das ist gut, können wir bauen jetzt. Device combination of research allows our troops to infiltrate an alien base. Mhm. To recover the suit's central core, although the pilot's corpse also survived intact. The armor itself is quite interesting. Okay. The design is highly responsive while still providing extraordinary strength. Okay, gefällt hier also. Gut. Hilfreiche Analyse. Dann schauen wir mal. Wir haben. Achso, die Requests. There must be some way to get into that base. I wonder what Dr. Shen has in mind. Okay, also auf. Ja, ja. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Requests. Muton Captive. Also haben keinen. Okay. Haben keinen mehr. Arm Cell, Laser Rifles. Naja, wenn wir. Die könnten wir noch kriegen, aber nein. Okay. Nichts, was wir brauchen. Residents arms question government promises to fully investigate all reports of alien activity. Okay. Na gut. Also im Moment läuft's. Aber langsam gehen uns die Rekruten aus, die wir da reinstellen wollen. Und wir wollen ja, dürfen nicht vergessen, Genmanipulation wollen wir ja auch noch machen. Du könntest das noch brauchen, damit wir dir auch einen Neural Gunlink geben können. Bist du unser einziger Sniper, der aktiv ist? Nee, wir haben nur einen. I've got a hunch as to how we might get into that facility. Yeah. Just give the word, and I'll begin manufacturing the key immediately. Was kostet der Spaß? Wo es geht?
Satellite brauchen wir auch noch. Dafür brauchen wir allerdings auch noch einen Nexus. Ja, das ist der nächste Schritt. Launch a Satellite over Occupied Country. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das auch tatsächlich machen muss. In der Reihenfolge. Weil ich meine, wir haben den Key. Wir könnten dann... Ich meine, wir könnten den einfach bauen. Der wird ja auch nicht schlecht. Dann könnte ich es mal antesten. Was müssen wir denn alles noch bauen? Also Skeleton Key brauchen wir. Dann brauchen wir Satelliten. Dann brauchen wir, genau genommen, brauchen wir drei Satelliten. Dann brauchen wir Nexus. Dann brauchen wir eigentlich auch noch drei Interceptors. Aber ich meine, wir können das ja erstmal... Ich meine, so dringend ist die Base Attack auch wiederum nicht. So wahnsinnig viele Punkte kriegen die Aliens da nicht dazu. Ich meine, das kostet kaum Alloys. Ja, komm, bauen wir so ein Ding. Habt ihr was zu tun? Das werden wir brauchen, wenn wir dann zu den Max kommen. Es ist auch ziemlich gut. Okay, jetzt sind wir mit einem... We're certainly keeping the boys down in the foundry busy. Yeah. I'll let them know you've got another project ready for production. Yeah, yeah. Nur hör auf zu quatschen. Der Scope ist fertig. Okay, aber eine ganze Menge... Okay. Heavy over Russia. Lass mich raten, das ist in Russia? Commander. We're receiving several urgent requests for assistance. Okay. There are abductions in progress at each marked site on the holodeck. Frankreich? Wollen wir das? Ja, wollen wir. Okay. Oh, okay. Was ein Spaß. Ja, okay, da würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann bereite ich unser Team soweit vor und dann fliegen wir beim nächsten Mal zu der Abduction in Lille. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.